Mal gucken, wie Paula damit umgeht. Bis gleich. Ich habe es satt. Ich füge mich geschwinde, sodass das Kind in mir verschwinde, wie vom Winde verweht. Ich halte mich an Seilen, die mich ziehen um Meilen, ziellos, aber beeilen und im Moment weilen vergeht. Ich lasse mich treiben, mir den Weg beschreiben, wenn an mir reiben Gedanken, die besser bleiben verdreht. Ich vergleiche in Zahlen Werte, mit denen wir prahlen, denn sie gehören zum Normalen, was ein jeder des Globalen versteht. Wenn also das Kind in uns verweht, die Zeit ganz schnell vergeht, man unsere Gedanken verdreht und wir nach einer Norm leben, die jeder versteht, dann gehen wir rückwärts statt vorwärts. Wo wir nach der Moral suchen, antwortet das System. Fragen wir nach dem Wert, bekommen wir Scheine und Münzen zu sehen. Wo wir etwas wollen, müssen wir zahlen. Nichts wird mir einfach nur so gemacht, alles hat einen Nutzen. Tagsüber schiebe ich die Waren von links nach rechts, um abends dann die Tiefkühlpizza in wenigen Minuten zu verputzen. Klienten kommen mich besuchen, doch anstatt mein Bestes zu versuchen, dokumentiere ich ihre Daten, die mir auf einen Blick alles verraten. Alles und alle auf einen Blick. Wir tragen Uniform. Es ist enorm, wo wir vorher in Farbe, Wuchs und Gangart unterschieden ist, nur noch eine Abstraktion geblieben. Sie macht es leicht, alles und jeden einzuordnen, sich zu begeben in einen Bereich, wo wir alle sind gleich. Wie Marionetten hängen wir an Bändern, glauben wir seien freien und würden verändern, wir Sklaven der Neuzeit, gepackt von dem Geld, das wir so lange jagen, wie es uns hält. Wir konsumieren diesen Wahnsinn, saugen ihn in uns auf, lassen uns von ihm plagen, anstatt kritisch zu hinterfragen, wo wir sind und wo es uns hinführt. Ob das, was wir da tun, auch wirklich unser Herz berührt? Denn dann würde ich merken, dass mir diese Uniform nicht mehr passt, ist, sich in dieser eingeengten Norm zu leben, anfühlt wie in einem Knast. Ich würde zulassen, dass die Nähte platzen, mich jener entblößen und nicht nach anderen Größen fragen, doch leider muss ich sagen, dass es sich gut anfühlt, dazu zu gehören, Uniform zu tragen. Es ist so leicht, so schön leicht zu übersehen, dass ich meine Gedanken verdrehe. Ich verschließe meine Augen, um die Laster nicht zu erkennen, vertausche sie, um sie mit Tugend zu benennen. Und dann treibt es auch mich in den Ruin. Und auch ich fange an zu manipulieren. Sobald ich Uniform trage, fange ich an zu sortieren. Ob schuldig oder unschuldig, schlau oder dumm, schön oder hässlich, Verlust oder Gewinn. Ein bestimmter Code ist es, nach dem diese Eigenschaften funktionieren. Die unsichtbare Hand taucht wieder auf. Doch langsam nimmt sie ihren eigenen Lauf. Ich weiß nicht wohin und kaufe dennoch weiterhin. Ich kaufe Teures, um zu wahren meinen Schein. Ich kaufe Großes, um nicht zu wirken klein. Ich kaufe viel für das Gefühl, verlustfrei zu sein. Ich kaufe mehr, mehr und mehr und dann bin ich satt. Ich habe es satt. Dankeschön.